Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Star Wars Jedi Fallen Order. Es wird gleich einen kleinen Schnitt geben, denn das letzte Video, das ich aufgezeichnet habe, das werde ich ein wenig ändern, sodass das alles hier im Schnelldurchlauf vonstatten geht. Wir befinden uns nämlich immer noch auf Datumir und was ich bisher gefunden habe, ist nicht viel, aber habe lange gespielt. Das seht ihr jetzt. Ja, Malikos haben wir besiegt. Die Schwester der Nacht, Marin, hat sich nun uns angeschlossen, gehört nun unserer Crew an. Da bin ich ja echt mal gespannt, was sie ja und vor allen Dingen, was Guise dazu sagen, dass ich jetzt eine Schwester der Nacht mitbringe. So, da hinten haben wir wieder zwei Nydax, die Stress wollen. Und eigentlich sollen wir nun auf oder nach Bogano. Willst du mir dabei helfen? Ach, du schaffst das schon. Oh, da kam gerade noch ein Erfolg. Keine Ahnung, was das gerade war. Haben wir wieder schnell weggedrückt. Ja, wir sollen nach Bogano nun das Gewölbe öffnen. Das klingt alles sehr nach Finale. Aber, und das wird euch nun wahrscheinlich ärgern, ich möchte natürlich das Spiel zu 100% durchschaffen. Das heißt, ich muss mich hier auf Datumir noch umschauen und die fehlende Truhe und die fehlenden Datenbankeinträge finden und auch die ganze Karte aufdecken. Und an Datenbankeinträgen fehlen uns insgesamt noch zwei bei die Schwester der Nacht, insgesamt noch vier bei der Fremde und das war's. Also sechs Einträge fehlen uns. Auf der Karte fehlt uns laut Angabe nur noch eine Truhe. Das heißt, das mit den Geheimnissen könnte echt zum Problem werden. Meistens findet man die allerdings dort, wo wir noch nicht 100% erkundet haben. Aber das ist auch immer das Schwere. Aber hier unten, in der eingestürzten Siedlung zum Beispiel, haben wir zum Beispiel dieses gelbe Tor. Oder was heißt Tor? Das heißt, diesen Weg hier haben wir noch nicht erkundet. Dort könnte sich also tatsächlich ein Datenbankeintrag befinden. Genau wie im Brüder der Nachtdorf. Aber weder im Brüder der Nachtdorf noch in der eingestürzten Siedlung gibt es eine Truhe. Die fehlende Truhe, die befindet sich, oh Gott, ich hoffe, ich finde das jetzt, im Hexenhorn. Und im Obersumpf haben wir auch noch nicht alles erkundet. Also wir müssen auf jeden Fall hier nochmal lang. Und ich muss jetzt erstmal schauen, wie wir da am besten hinkommen. Mich wundert es, dass wir diesen Aufzug hier immer noch nicht nutzen können. Den hätten wir hier von unten wahrscheinlich aktivieren müssen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie einen Weg nach unten finden. Und ich weiß, dass wir ursprünglich hier beim Aufstieg doch, glaube ich, runtergeworfen wurden von jemandem, der einen Stein runtergeschmissen hat. Und dann sind wir dort mit dieser schönen Schlammrutsche bis in den Kerker gerutscht. Das haben wir also alles jetzt noch vor uns. Diese Frau, mit der du reist, Miss. Sie? Woher weißt du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl, sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sia. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich würde sie gern hören. Ja, da wirst du ja Gelegenheit zu haben, wenn wir auf die Mantis so Schiff. Wie? Du kannst mir noch ein bisschen helfen, sonst greifen deine Brüder mich hier an. Da habe ich keinen Bock drauf. So, ich werde mich hier nochmal ausruhen. Wir haben zwar nur wenig Schaden genommen, aber ausgeruht kämpft sich besser.
Sind wir hier überhaupt schon hochgegangen? Nein, das sind wir noch nicht. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Truhe gefunden. Und diese Höhle sieht auch danach aus, als ob es hier mehr gäbe. Was ist es, BD? Hier? Die Kameraführung ist auch gerade sehr, sehr merkwürdig. Nicht zum Scannen, das kann doch nicht sein. Naja, zumindest haben wir Sechsenhorn erkundet, aber... Also alle Truhen und Geheimnisse haben wir schon mal. 2% von Datumir wurden noch nicht erforscht. Aber wir finden doch nicht so viele Einträge, die uns fehlen. Jetzt nur bei diesen 2%, Leute. Uns fehlen immerhin noch 2 Einträge hier. Noch 4 Einträge dort. Also 6 Einträge. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und genauso werde ich das jetzt auch hier machen. Also, ich werde euch nicht den ganzen Weg des Suchens hier aufzeichnen, das alles im Schnelldurchlauf machen. Und wenn ich was finde, dann, ja, verlangsame ich das Ganze wieder. Da unten ist, glaube ich, ein Kopfgeldjäger. Dann können wir uns ja mal schnappen. Vielleicht gibt es da unten ja doch noch was zu finden. Hey, du! Ein sicher Weg! Fehler gemacht.
verwundet? Oder ist das wieder das Verlies? Ich blick hier echt nicht mehr durch, Leute. Da ist doch noch was. Haha. Der Eindringling will uns entzweien. Dann muss er sterben. So, der fremde Eindringlinge. Jemand hat sich in die Belange der Brüder der Nacht eingemischt und er war nicht willkommen. Ja, Leute, also mir fehlt auch langsam die Lust dafür, das hier so zu vervollständigen. Irgendwie. Oh Mann, das ist echt ätzend. Also ich finde es wirklich ätzend, wegen den Datenbankeinträgen jetzt hier noch auf Datum hier rumzurennen. 2 Einträge bei die Schwester der Nacht und 3 bei der Fremde. Und ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Und wie gesagt, ihr habt es jetzt im Schnelldurchlauf gesehen, wie ich hier schon blöd rumgerannt bin. Und, ja, also hier werde ich dann tatsächlich doch mal irgendeinen Ratgeber zu Rate ziehen, dass wir hier alle Sachen finden. Werde ich mal kurz ins Schiff gehen und dort speichern. Auch mal schauen, wie die Crew jetzt unser neues Teammitglied aufnimmt. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ah, Moment. Wir haben aber einen neuen Eintrag jetzt hier bei, ja, Aufgabe.
eine neue Verbündete. Maren ließ Cal passieren, warnt ihn aber, dass ihn Malikos erwarten würde. Malikos versucht ein letztes Mal, Cal auf die dunkle Seite zu ziehen, ging aber zum Angriff über, als sich dieser weigerte. Malikos schien zu gewinnen, bis ihn Maren mit ihrer Magie attackierte. Gemeinsam gelang es ihnen, Malikos zu bezwingen. Anschließend erklärte Cal, er sei wegen des Astriums nach Datumir gekommen. Maren versprach ihm zu helfen und schließlich fanden sie ein Astrium in Kujets Grab. Da sie mehr über die Galaxis erfahren und ihrem Volk eine Zukunft sichern wollte, beschloss Maren, Cal auf seiner Reise zu begleiten. Die Crew ist bereit, nach Pogano zurückzukehren, um sich auf die Suche nach dem Holocron zu machen. Ja, Leute, erstmal speichern. Können wir hier mit euch noch ein bisschen reden? Seid nicht so gesprächig, Leute. Er will ja eh wieder weg, das wissen wir. Okay, ich werde hier nochmal speichern und wie gesagt, für die letzten Datenbankeinträge, die uns hier auf Datumir fehlen, keine Ahnung, wo die sind. Ich werde erst nochmal ausruhen, dann sind wir wieder vollkommen geheilt und haben unsere Stim-Behälter wieder. Ich werde jetzt auch nochmal die beiden Punkte, die ich habe, in die vorletzte Rückstoß oder kommt der verheerende Magnet. Dann fehlt nur noch Rückstoß. Das ist doch schön. Hallo, Leute, ein anderthalb Meter Abstand, bitte. So, ja, weil ich habe echt keine Ahnung, auch hier im Obersumpf. Ja, begeistest du mich? Manchmal benötigt das Auslassventil ein wenig Wartung, aber ansonsten macht es kaum Probleme. Grüß es endlich mal draußen. Da ruhe ich mich gleich etwas aus. Ja, ihr beide habt zu viel Zeit miteinander verbracht. Jetzt ist es an Maren, seinen Charme zu genießen. Na, ob sie das schafft? Er ist abergläubisch genug, sie gewähren zu lassen. Naja, verhältnismäßig. Jetzt will ich auch Magie lernen. Ich bitte dich. Worüber denkt ihr nach? Wie still es hier ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Grease nicht an Bord ist. Oder was anderes. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob es mir gefällt. Stille ist seltsam, wenn man sie nicht sucht. Am liebsten würde ich die Räume mit der Musik meines Halligset erfüllen oder so. Ja, ihr solltet wieder spielen. Vielleicht. Zurzeit fühle ich mich aber nicht danach. Ich wollte schon immer ein Instrument lernen. Könnt ihr es mir beibringen? Wenn alles vorbei ist. Warum nicht? Gerne. Was heißt denn, er nicht an Ort ist? Manchmal benötigt das Auslassventil ein wenig Wartung, aber ansonsten macht es kaum Probleme. Grease ist ein wahrer Experte, wenn es um Technik geht. Er hat bisher jedes Problem der Mantis im Handumdrehen gelöst. Mich überrascht nur, dass er draußen auf Datumir ist. Nun, sie hat nach meinem Schiff gefragt. Da muss ich es ihr doch zeigen. Das ist faszinierend. Du musst mir zeigen, wie man Pilot wird. Wow, eins nach dem anderen. Erst Wartung, dann Flugstunden. Vielleicht. Bis jetzt habe ich noch nichts versprochen. Irgendwie ist das gerade falsch. Die müssen noch draußen stehen für diesen Dialog, oder? So, wie gesagt, hole ich mir hier ein wenig Hilfe, um die letzten Loks noch zu finden. Und jetzt stehen auch Grease und Maren draußen, wie es sich gehört. Bist du bereit für eine Datumiertour? Du machst Witze, oder? Er würde nicht lange durchhalten. Hör auf die Schwester der Nacht. Ich verzichte dankend drauf, Kleiner. Ich bin zwar ein Spieler, aber für das Risiko bin ich noch nicht bereit. Vielleicht zeigst du uns mal dein Zuhause. Ja, ist eine gute Idee. Echt? Lateran? Ich denk drüber nach. Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal dort war. Das fände ich selbst ganz schön. Grease? Ich hoffe, der Kleine kriegt das hin. Grease, bist du okay? Oh, Cal, ich habe mit meiner Pflanze gesprochen. Ich verstehe schon, das hat dich jetzt verwirrt. Du sorgst dich um deine Pflanzen? Sprich sogar mit ihnen. Hey, die sind gestresst. Manche mag es vielleicht härter machen, aber Pflanzen gehen davon ein. Sie werden durchkommen. Und falls nicht, könntest du sie dann zurückbringen? Vielleicht. Und nur, dass das klar ist. Ich will nicht von Monsterpflanzen im Schlaf angeknabbert werden. Ach, dann solltest du mich nicht ärgern. Bin beschäftigt, Kerl.
Ich bleibe hier. Ich muss nicht noch weitergehen. Sehe ich auch so. Wie fühlst du dich hier? Gut. Jetzt, wo Malikos weg ist? Kaum zu glauben, dass er mal ein Jedi war. Das war die Verzweiflung. Es gibt so einiges, das sich zerbrechen lassen kann. Ich lernte, dass wir bei der Reaktion auf Unglück immer eine Wahl haben. Stimmt. Aber die Narben bleiben. Nimm's hier. Auf ihr lastet auch noch Schmerz. Sie mag kein Jedi mehr sein, aber sie wird immer für ihre Überzeugung kämpfen. Gut. Verschwende keine Zeit. Das ist schon zu spät. So viel Zeit, wie ich hier schon verschwendet habe, um alles zu finden und es mir trotzdem nicht gelungen ist, das ist schon traurig. Okay, Leute, also, die Sachen, die uns fehlen, finden sich tatsächlich hier unten in den Sümpfen. Und zwar muss ich jetzt hier nochmal erstmal wieder den Weg finden, wie ich das hasse. Also auf dem Weg zum Grab konnten wir hier runterrutschen, genau. Das muss ich auch nochmal machen. Sodass wir hier landen. Na? Nee, das ist die eingestürzte Siedlung. Ah, ich finde das schon. Ich finde das schon. Ich habe mir das angeguckt und ich finde das schon irgendwie, Leute. Genau, hier auf der Rückseite. Also das ist das, glaube ich, gar nicht, oder? Gucken wir mal. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein Echo. Wir gehen nie vor euch auf die Knie. Machtkampf. Nein, wir haben sogar noch einmal der Fremde gefunden. Okay. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Zumindest war ich nicht auf der Suche nach diesem Eintrag. Aber egal, den haben wir. Wer auch immer der Fremde war, er hat den Anführer der Brüder der Nacht getötet. Ich glaube, hier in der Ecke haben wir nicht wirklich genau geguckt. Aber schon mal gut. Haben wir schon mal einen Eintrag weniger. Der andere blinkt da oben. Man konnte ihn gerade schon sehen. Diesen hier habe ich eigentlich gesucht. Wurden nie begraben. Viele Schwestern der Nacht starben hier. Sie hatten nicht mal eine Chance. Untergang, Schwestern der Nacht. Diese Schwestern der Nacht wurden nie ordentlich begraben. Wir laufen hier über einen Friedhof. Thank you.
hier mussten wir an diese. Richtig, ich hab's, Leute. Ich hab's. Oh, ich hab's. Und damit haben wir hier das Echo. Das war für ein Ritual der Schwestern der Nacht. Ihre Magie gab ihnen Kraft. Rituale. Die Schwestern der Nacht bezogen ihre Macht aus Ritualen und Zaubern. In den falschen Händen könnten sie gefährlich sein. Ja, jetzt fehlt nur noch an Datenbank-Einträgen auf Datumir, der Fremde, noch zwei Einträge. Und zwar der allererste Eintrag fehlt uns und Eintrag Nummer 9. 1 und 9 fehlt uns. Okay, das heißt, da werde ich auch nochmal gucken, wo wir die genau finden. Tja, da sind wir wieder in unserem Lieblingsmeditationskreis. Und ich muss hier hin. Ich glaube, hier muss ich hin. Natürlich ist das hier. Da haben wir es. Hier haben wir es. Wie ätzend, Leute. Ein Schiff ist in den Sümpfen abgestürzt. Sei vorsichtig. Ich spüre große Gefahr. Einmischung. Der Fremde. Die Brüder der Nacht waren Zeuge des Absturzes eines Schiffes in den Sümpfen. So, Datumir ist auf jeden Fall zu 100% erkundet. Wir haben alles gefunden, das ist schon mal gut. Uns fehlt jetzt nur noch der letzte Eintrag, Nummer 9 bei der Fremde. Meditieren, denn hier genau befindet sich das, was uns noch fehlt. Eigentlich eine ganz logische Sache. Einfach hier nochmal zurückzurennen. Und hier oben ist der letzte Eintrag, das letzte Echo zum Fremden. Der Eindringling ist stärker als wir. Leg die Waffen nieder. Ergeben wir uns. Unterwerfung. Ein neuer Anführer ist gekommen, um die Brüder der Nacht zu befehligen. Ein mächtiger Fremder.
Das war der letzte Eintrag. Damit ist dann auch dieses Video Schluss. Den Rückweg zur Mentis werde ich jetzt nicht nochmal aufzeichnen. Den habt ihr jetzt hier eh schon im Schnelldurchlauf gesehen. Ich fand es ein bisschen nervig, wie ihr vielleicht auch im Titel gemerkt habt. Und das wird jetzt auch eine riesen Zusammenschneiderei, dass hier zumindest alles aufgeführt ist. Aber dann können wir auch endlich diesen Planeten verlassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.